Hallo zusammen zu einem Tutorial zu Stitch Art Easy. Ich zeige euch mal, wie ihr da ein Bild selber pixeln könnt. Zuallererst geht ihr hier auf Wizard. So, dann geht ihr auf Browse Picture. Da könnt ihr euch dann euer Bild aussuchen, was ihr umwandeln möchtet. Ich nehme das hier, das habe ich vom Pixabay. Ihr habt hier noch ein paar Einstellmöglichkeiten, also dass ihr nur einen Teil von eurem Bild auswählt, dass es rund wird oder oval. Ja, ne? Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich nehme hier oben ein bisschen Hintergrund weg. Hier könnt ihr das noch spiegeln oder drehen. Dann geht ihr auf Next. Und hier habt ihr dann mal die grobe Umwandlung. Wie groß es werden soll, könnt ihr halt hier einstellen und wie es umgewandelt wird. Ihr habt hier Units with Height stehen, Aspect Ratio und den Filter. Das hier bedeutet Einheit, Breite, Höhe. Keep Aspect Ratio bedeutet, dass ihr das Seitenverhältnis beibehält. Und wie gesagt, Filter. Da müsst ihr halt schauen, was euch besser gefällt. Ich lasse es eigentlich auf Standard. Bei Einheiten habt ihr zur Auswahl Stitch, Inch und Zentimeter. Wenn ihr Zentimeter nehmt, dann müsst ihr hier bei Stitches per Zentimeter einstellen, was ihr eben als Painting haben wollt. Für ein eckiges Bild wären es 4 Sterne auf 1 Zentimeter. Bei einem Kreuzstickbild mit einem recht feinen Stoff, ich glaube 25 Count wären. Count wären es sogar 10. Da könnt ihr dann halt einstellen, wie was wo. Dass das halt dann passt. Wir lassen es mal auf Stitch. Das stimmt nicht. Jetzt stimmt's. Ich bin mal zurück und wieder vorgegangen. So, jetzt passt es wieder. Wenn ihr den Haken hier raus macht, dann könnt ihr ein quadratisches Bild draus machen und das sieht bescheuert aus. Deswegen lasst den Haken hier drin. Falls sowas passiert ist, Haken rein, zurück und nochmal vor. Und es passt wieder. So, dann geht er auf Weiter. Dann habt ihr hier die DMC-Farben oder Encore-Farben oder was auch immer ihr für Farben nehmen wollt. Für ein Damenpainting ist DMC am empfehlenswertesten. Dann die Anzahl an Farben, ich nehme mal 80. Und Color Substitute bedeutet, welche Farbe oder wie die Farben umgewandelt werden sollen. Visuell, schnell oder grob. Ich nehme eigentlich immer visuell, kann aber durch die Vorschau halt gucken, was sieht besser aus. Wenn er einfach hier reinklickt, wird umgewandelt. Und ihr seht schon, dass der Hintergrund hier wesentlich besser aussieht. Auf Prompt ist es so und mit grob ist es so. Wohlgemerkt, das ist die Vorschau und das wäre grob gewandelt. Ich mache eigentlich, wie gesagt, immer visuell. Hier oben unter Dithering könnt ihr die Streuung einstellen. Wenn man hier jetzt in dem Bereich guckt, hat man doch schon recht große Flächen von einer einzigen Farbe. Und mit Dithering könnt ihr eine Streuung einstellen, sodass es weichere Übergänge gibt. Wenn ich das jetzt rauszoome, dann seht ihr, dass dieser Übergang schon mal sehr viel besser ist, als wenn es auf ganz links steht. Da müsst ihr halt spielen, dass das Bild dann so aussieht, wie ihr euch das vorstellt. So, ist soweit alles im Groben eingestellt, dann könnt ihr euch die Symbole aussuchen. Falls hier steht, dass nur 70 von 78 ausgewählt wurden, dann klickt ihr hier auf Random, dann wird aufgefüllt. Ihr könnt noch eine andere Schriftart nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich ganz gut ist. Aber hier, ne, fehlt was. Zack, aufgefüllt. Ihr könnt hier alle Symbole rausmachen und euch dann die Symbole selber reinziehen, wie ihr sie haben wollt. Ja, da müsst ihr halt gucken, was ihr machen wollt.
Und dann, wenn es soweit fertig ist, klickt ihr auf Finish und fertig ist euer Bild. Ihr habt hier die Größe stehen, so und so viel mal so und so viel Pixel, die Anzahl der Farben und die DMC-Codes. Ihr habt ein kleines Übersichtsfenster und hier unten noch ein kleines Menü, was 1 zu 1 dasselbe ist wie hier oben. 1 zu 1. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Ranzoomen. So. Ihr könnt den Raster einblenden lassen. Ihr könnt weiß, also schwarz-weiß auswählen. Ihr könnt bunte Symbole wählen, was man jetzt hier ganz gut sieht, weil man kaum was erkennen kann. Hier sind gelbe. Das ist schon sehr, sehr hell. Ihr könnt Farbe, also Hintergrundfarbe und Symbol wählen oder vollflächig Farbe. Was mir jetzt hier auffällt beim Durchgucken, ich habe hier eine Fläche ohne Symbol. Die habe ich hier gerade ausgewählt. Unter Threads kann ich jetzt Change Symbol klicken und dann kann ich hier ein weiteres Symbol auswählen. Wie zum Beispiel mir das G ist ja egal. So, sind hier ein Haufen Gs. Oder wenn ich merke, dieses eine Symbol hier von dieser Cremefarbe Ecru ist mir auch nicht so wirklich recht, dann kann ich es austauschen gegen einen und so weiter und so weiter. Da könnt ihr dann noch etwas variieren und einstellen. Wenn die Symbole soweit passen, könnt ihr natürlich auch noch gucken, ob die, ich mache den Raster hier mal weg, so, ob die Farben soweit passen. Ihr könnt, falls ihr feststellt, bei Count, dass von einer Farbe wirklich wenig da ist, die Farben zusammenlegen. Als Beispiel, wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich die hier, hier oben, hier. Jetzt angenommen, es wären nur diese drei, dann würde das nicht unbedingt Sinn machen, wegen drei Steinchen eine Farbe zu bestellen. Dann könnte ich sie theoretisch mit diesem O zusammenlegen. Und das wäre dann, ich glaube, die hier, ne? Ja, genau. Also das, dann Replace Color 3019. Okay, und schon ist eine Farbe weniger. Und hier, das ist weg. Wie man hier jetzt erkennen kann. So könnt ihr Farben zusammenlegen. Wenn ihr merkt, ihr habt von einer Farbe wirklich wenig und das wird sich nicht unbedingt lohnen, wegen zwei, drei Steinchen extra die Farbe zu holen. So könnt ihr das jetzt zusammenlegen. Ihr könnt natürlich auch noch eine Farbe hinzufügen, aber das macht nicht unbedingt Sinn, weil diese Farbe dann nicht festgelegt ist. Also es gibt dann keine Symbole dafür. Falls ihr also jetzt die Farben soweit beisammen habt und das alles soweit eingestellt habt, dann könnt ihr euer Bild drucken. Guck gerade noch. Ja, also hier, das ist auch eher uninteressant. Das, wie gesagt, ist hier unten und Schema, ja, öffnen, speichern, drucken. Ja, ich glaube, das erklärt sich von alleine hier oben. Sonst, wenn ihr schon mal soweit zufrieden seid, ihr könnt es sicherheitshalber mal speichern und dann später drucken. Schema oder Scheme, Color Table und Threads Palette ist aber nur so ein zusätzlich, eine zusätzliche Seite, die ihr ausdrucken könnt, um eben Farben und Layout dabei zu haben. Und hier die Größe bezeichnet die Größe der Kästchen, die dann gedruckt sind. Das heißt, je größer hier diese Zahl ist, umso mehr Seiten braucht er auch. Also bei 7 Millimeter, was sind es dann tatsächlich schon 700 Seiten. Wenn ihr sagt 4 mm, damit kann ich leben, dann geht ihr auf Preview, einfach nur mal, um vorab zu gucken, wie sieht das aus. Bevor ihr das druckt, bevor dann 700 Seiten druckt,
Lass den Rechner mal kurz die Anzahl an Seiten generieren. Oh, ein bisschen größer machen. Hier sieht man schon mal, wie die erste Seite aussehen wird. Und hier oben könnt ihr dann auf die letzte Seite gehen. Nochmal 600. So viele gibt es nicht, aber dann seht ihr so schon mal das Layout. Das sind die Symbole, der Code und wie viele. Sprich, eins zu eins dasselbe, was auch hier steht. Wenn ihr ein Diamond-Painting daraus machen wollt, dann müsst ihr diese Zahl durch 200 rechnen, damit ihr wisst, wie viele Tüten ihr braucht, ne? Also schon einiges. Sehr viel. Ach herrje. Und hier könnt ihr auch immer noch mal überprüfen. Und bitte macht das auch. Überprüft noch mal, ob auch wirklich soweit alles da ist, ob die Symbole überall drin sind. Das ist mehr oder weniger das Letzte, wo ihr noch mal gucken könnt. Ihr könnt, glaube ich, auch nur den Color Table ausdrucken. Genau. Weil das Scheme, Schema ist dann das Layout mit all den Symbolen, die ihr hier so seht. Das ist eigentlich alles, was ihr soweit zu Stitch Art Easy wissen müsst. Aber ich denke, im Grunde wisst ihr jetzt, wie das funktioniert. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Pixeln. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.